Hallo Leute, ich bin Lu und ich weiß schon wieder nicht, was ich im Glas habe. Spayburn, ein Talisker Storm, 12er Carl Isla, 12er Highland Park. Herzlich willkommen zu meinem 20. Tasting-Video. Wow, also ich hätte nie gedacht, dass ich 20 Videos mache und dass sich so viele Leute das auch angucken. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so tapfer dabei seid und alle 2 Wochen meine Videos guckt. Ja, ich dachte mir so, 20. Video, da kann man sich mal was Besonderes ausdenken. Ich habe mal einen kleinen Perspektivwechsel vorgenommen. Ich sitze hier vor meinem Whisky-Regal, die einige werden das von euch kennen aus dem Livestream mit Whisky Jason. Wer ihn nicht gesehen hat, letzten Sonntag, kann ihn hier nochmal nachgucken. Wir haben eine Stunde über 4 verschiedene Whiskys gequatscht und über unser ganzes Leben und war eigentlich total cool. Und ich würde gerne auch nochmal bei Jason in einem Livestream mit auftauchen. Ja, sagt mal, wie ihr das findet, guckt euch das Video an. Findet ihr das besser oder dort, wo ich sonst meine Videos drehe? Gebt mir da am besten mal Bescheid, damit ich auch so ein bisschen gucken kann, was ihr mögt. Genau, rundes Video bedeutet Blind Tasting. Das letzte Mal habe ich mich quer durch die Welt bewegt, ohne zu wissen, was es ist. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, glaube ich. Deswegen heute einmal durch Schottland. Und ich habe außerdem noch was verändert. Ich habe meine 4 Whiskys natürlich und ich weiß aber, welche Whiskys dabei sind. Ich weiß nur nicht, wo sie drin sind. Also, und ich weiß es wirklich nicht, weil ich die Flaschen vor 2 Monaten abgefüllt habe. Also ich weiß, es ist ein Spayburn dabei, es ist ein Talisker Storm dabei, ein 12er Carl Isla und ein 12er Highland Park. Also so ein bisschen schön quer gestreut. Mal schauen, ob ich das so hinkriege. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde direkt mit der 1 anfangen. Farbvergleiche versuche ich mir so ein bisschen abzugewöhnen, weil viele Whiskys ja einfach auch gefärbt sind und nicht unbedingt Aufschluss darauf, darüber geben. Ich habe jetzt auch nichts hier stehen von den Sachen, außer den Talisker Storm und den 12er Carl Isla. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ob der jetzt nun gefärbt ist oder nicht. Ich würde einfach mal mein Näschen dran halten und wie immer erst Geruch vergleichen und dann Geschmack. Ich habe die auch vor einer Weile eingegossen, damit sie sich ein bisschen entfalten können. Also hier habe ich jetzt Holz und so eine leichte Süße, aber der ist sehr, sehr holzig. Na, mal schauen, was das wird. Das hier. Oh, das ist auch holzig. Irgendwie rieche ich heute nur Holz. Na, das kann ja was werden. Der ist ein bisschen rötlicher vom Geruch her. Und ich glaube auch, da ist ein kleines bisschen Rauch drin. Also ich habe ja 3 Whiskys dabei, die ein kleines bisschen rauchig sind. Der Highland Park Orkney Whisky. Der Carl Isla, ein klassischer Isla Whisky und der Talisker, ein Whisky von Skye. Also 3 Insel-Whiskys gegen einen Space-Hider ist auch nicht so fair, aber ich habe einfach nichts so wirklich aus den Lowlands da. Deswegen habe ich jetzt mal so... Ich muss aus dem auswählen, was ich da habe. Aber wenn ihr einen guten Lowland-Whisky kennt, gebt mir doch bitte einfach mal Bescheid. Weil, also was an Lowland Whiskys mögt ihr? Weil ich habe mich da in der Region bisher noch nicht so verirrt. Oh ja, der ist auf jeden Fall rauchig. Jetzt kommt der Rauch schön raus. Asche und trotzdem süß. Oh, ja, und der beißt in der Nase. Also das könnte ein Isla Whisky sein. Der ist einfach sehr, ich weiß nicht, der hat diesen,
Der hier ist ganz anders. Der ist weich. Der ist süß. Der ist... Der ist leicht holzig, ganz mild. Leicht so eine, so diese holzherbe Note ist da mit dabei. Oh, das ist noch süßer. Oh Gott. Okay, der riecht eher so, du hast diese leichte Vanillenote, so ein bisschen Holz, Honig, Leim, irgend sowas. Also, ich würde jetzt erstmal so von der groben Einordnung sagen, dass das unser Space Cider sein könnte, die Nummer 4. Die Nummer 2 könnte der Kaul Eider sein und 1 und 3, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welcher von beiden Talisker und welcher von beiden Highland Park sein könnte. Probieren wir mal die 1. Der ist halt auch so blass. Na? Welcher ist denn blass? Der Talisker Storm ist blass. Ich habe hier Rauch, aber nur dezent. So ein bisschen, naja, so Lagerfeuer in Richtung Asche gehend. Mehr mit dem Fokus auf dem Holz. Leicht holzig, aber vor allem salzig. Der ist sehr salzig. Das könnte der Talisker sein. Ja, auch beim Riechen kommt jetzt so diese, ich weiß nicht, habt ihr schon mal in eine Salzdose reingerochen? Ich finde, das riecht immer total krass nach Jod oder sowas. Also Salz hat so einen ganz intensiven, speziellen Geruch. Der kam mir gerade so ein bisschen entgegen. Der hat auch wenig Süße, also so quasi kaum. So eine ganz minimale, irgendwas... Leicht, naja, helleres als jetzt der Rest. Das ist so ein bisschen, wenn du das Fass hast. Es ist nicht wirklich jetzt Vanille oder Orange oder Honig. Aber es ist irgendwas nicht so herbes. Irgendwas nicht so herbes. Ist natürlich auch schlau, die ganzen rauchig intensiven Whiskys vorne zu haben. Und naja, ja, ich probiere jetzt erstmal die 4, wo ich gesagt habe, das könnte unser Space Cider sein, damit ich am Ende auch noch, damit ich den überhaupt schmecken kann. Hier ist irgendwie Holzleim dabei. So dieses süße, holzige. Habe ich mich gleich verschluckt. Ja, der ist kaum intensiv, also der ist sehr angenehm, sehr weich, sehr dezent, sehr mild, sehr zurückhaltend auf der Zunge. Und ja, es kommt so dieser Honig raus, aber es ist jetzt auch nicht so eine Honigbombe wie ein 15er Glennie oder ein 18er Glennie. Also ja. Kann man trinken, aber ist jetzt keine extreme Herausforderung für den Gaumen. So, die 4, also, ja, ich denke, die 4 wird unser Speyside Whisky sein. Jetzt probiere ich die 3. Ihr seht, ich mische das Ganze ein wenig. Ja, und der hat so diesen typischen holzig, aber auch so was leicht süßes, rötliches, portiges, und ich finde, das ist immer extrem charakteristisch für Highland Park. Also ich hatte, Highland Park hat für mich immer so eine leicht frisch-kräutrige Heidekrautnote in Bezug auf ihren Rauch. Aber der Rest ist sehr holzig, sehr tief, immer sehr
rötlich. Ich kann es nur in der Farbe beschreiben. Weil ich mich jetzt nicht auf Port oder Sherry oder Cabernet, schieß mich tot, festlegen will, weil ich mich mit Wein nämlich so quasi gar nicht auskenne. Ich kenne Rot, Weiß und wenn man es zusammenkippt, ist es Rosé. Nee, aber so richtig auskennen tue ich mich mit Wein auch nicht. Ja, ich sage, das ist der Highland Park. Der ist am Anfang sehr mild, sehr weich, sehr süß, aber nicht dieses klebrige Honigsüß, sondern wirklich sowas leicht frisch, traubiges, saftiges. Dann kommt das Holz an, das Fass und man ist im Weinkeller und dann wirklich intensiv, ohne aber in dieses Holz sich herbe zu kippen. Und am Ende kommt so ein leichter Kräuter. Rauch, Weihrauch-Schwenker, nenne ich es mal. Ich würde sagen, das ist der Highland Park. Oh, ich bin ja richtig gut heute. Also wenn das stimmt, bin ich richtig gut. Ja, und der ist intensiv. Am Anfang nicht quietschig süß, aber schon süß. Verhältnismäßig süß für einen Rauchwhisky. Und ach, ich weiß gar nicht, was das für eine Frucht ist. Habe ich den schon mal verkostet? Ich weiß gar nicht, ob ich den schon verkostet habe für euch. Wenn ich ihn verkostet habe, landet das Video irgendwo hier. Und wenn nicht, landet es spätestens hier, wenn ich ihn verkostet habe. Oh Gott. Also ich kann euch nicht genau sagen, was das für eine Frucht ist. Aber ich bin so gedankenmäßig im heimischen Obstgarten. Irgendwas nicht super Exotisches ist es. Und dann ist es auch noch kurz da. Dann kommt Holz ganz kurz und dann kommt dieser Lagerfeuerrauch. Aber so dieses, ich bin schon quasi runtergebrannt und kurz vor der Asche. Also nicht so richtig aschig, aber doch schon so ein bisschen in die Richtung Asche gehend. Ich mag das ja total. Ich habe jetzt ständig und immer und überall gehört, dass der 10er Fuji-Krai total grauenvoll sein soll. Russischer Wehrmachtsdiesel und. Ich habe schon irgendwie Bock, den mal zu probieren. Also falls jemand mal ein Sample davon unbedingt loswerden will, ich wäre bereit, den abzunehmen und mal zu probieren. Ja, okay, zurück zum Thema. Ich sage, die 1 ist unser Talisker Storm. Habe ich bereits für euch verkostet. Ich sage, die 2 ist der 12er Carl Eiler. Da weiß ich nicht, ob ich ihn schon verkostet habe. Die 3 ist unser 12er Highland Park. Den habe ich auch schon für euch verkostet. Und die 4 ist unser, jetzt muss ich nochmal drauf gucken, wie er heißt, Speyburn. Also Speyburn ist so ein, finde ich, Whisky für alle Tage, allen Abend. Nichts extrem Anspruchsvolles für den Gaumen, aber trotzdem eine günstige und leckere Möglichkeit, mit den Freunden Whisky zu trinken. Gerade wenn die Freunde auch keine Ahnung von Whisky haben. Kann man denen ja sowas mal geben? Nein, Quatsch. Aber ja, es ist besser, als sich eine Billo-Flasche hinzustellen, die dann auch einfach nicht schmeckt oder nach Seife schmeckt oder sowas. Kann ich super empfehlen für solche Sachen. Ich gucke jetzt mal, ob es das Speyburn ist. Ganz professionell hier. Ich bin richtig vorbereitet mit Brieföffner diesmal. Perfekt. Speyburn Single Malt Scotch Whisky ist die Nummer 4. Habe ich richtig erraten. Wie gesagt, ein guter Whisky für alle Tage, allen Abend, aber jetzt nichts Besonderes. Dafür Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ich habe festgestellt, dieses Punktesystem mit 4 Punkten ist extrem beschränkt.
schwierig. Geschmacklich würde ich ihm 2 Punkte geben, preis-leistungsmäßig würde ich ihm aber 3 Punkte geben. Also 2,5, 2 bis 3 Punkte, so in der Spanne, könnt ihr euch den vorstellen. Schreibt mir mal, wie ihr eure Whiskys bewertet, in welchem Punktesystem, weil ich suche da noch nach einer Möglichkeit. Klar, es lässt sich immer schön im Video darstellen mit den 4 Gläsern, aber ich habe zum Beispiel bei Wick das 100-Punkte-System gesehen, Whisky Jason benutzt Schulnoten. Wie bewertet ihr eure Whiskys? Teilt ihr das nochmal auf zwischen Geschmack und Preis-Leistungs-Verhältnis? Sagt mir einfach mal Bescheid, wie ihr das macht. So, die 3 habe ich gesagt, ist unser Highland Park. Ich fädel das heute irgendwie alles ein bisschen durcheinander auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, die 3 ist unser 12er Highland Park. Das, finde ich, ist ja ein Top-Whisky, den ich immer wieder gerne trinke, weil er ist schon rauchig, aber eigentlich auch nicht. Und ich will unbedingt mehr von Highland Park probieren. Ich habe bisher den 12er im Glas gehabt und den Valkyrie. Klar, es gibt extrem viele No-Age-Statements. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, was ich davon halten soll bisher. Weil für mich ist Alter jetzt nichts Vorrangiges. Klar, Highland Park steckt extrem viel in Marketing, hat extrem viele Abfüllungen einfach, so nach dem Motto, oh, ein neues Fass, wir nennen den Whisky anders. Für mich ist es wichtig, dass er am Ende schmeckt und das Marketingkonzept auch überzeugend ist und dass man merkt, die Leute, die den Whisky herstellen, lieben ihr Produkt. Und das merkt man bei Highland Park einfach. Die stehen da volle Kanne dahinter, die leben alle diesen Wikinger-Lifestyle. Ich persönlich bin da auch totaler Fan von. Wahrscheinlich gefällt mir die Marke deswegen so. Und sagt mir mal, was ist euer liebster Highland Park? Was gefällt euch denn am besten bei Highland Park? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Highland Parks. So, jetzt mache ich erstmal die 2 auf. Ich habe mir hier meinen Notizzettel verschwinden lassen. Die 2 habe ich gesagt, ist der 12er Cowl Eiler. Habe ich das erste Mal probiert bei uns im heimischen Whiskyladen. Zum betreuten Trinken, das ist ein ganz, ganz cooles Konzept. Da kommt man abends hin, muss sich inzwischen anmelden, um freie Plätze zu kriegen. Und alle Whiskys kosten so viel wie die Flasche, aber das Komma verrutscht. Also kostet eine Flasche 45 Euro, kostet der Drum 4,50 Euro. Bis 100 Euro ist gedeckelt, das heißt alles über 100 Euro kostet 10 Euro das Sample. Und man kann alles quer probieren und die Jungs und die Mädels von dem Laden sind immer da und beraten einen und quatschen mit einem. Und das ist einfach eine super tolle Atmosphäre. Man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und kann Whiskys, bevor man sie kauft, super probieren. In Gesellschaft, an einem schönen Abend. Und ja, ich habe damals den 12er Cowl Eiler nicht bekommen, weil mir die Flasche weggeschnappt wurde. Ich bin ein paar Wochen später hingegangen, da war dann wieder eine Flasche da. Oh, jetzt habe ich hier über den Cowl Eiler schwadroniert, aber es ist der Talisker Storm. Krass, das hätte ich ja noch nicht gedacht. Da ist ja doch so aschig. Das muss ich jetzt nochmal probieren. Habe ich mich da so getäuscht? Für mich war, also der war ja für mich wirklich am Anfang an schon klar, dass das unser Eiler Whisky ist. Und der andere war so salzig, die 1, weil das muss ja dann entsprechend der Cowl Eiler sein. Na toll, jetzt wo ich es weiß, ist der holziger, also die Nummer 2, und die 1 ist säurehaltiger, also 12er Cowl Eiler. Als wäre da Zitrone mit drin. Erinnert mich vom Geruch her an einen Whisky Sour. Ne, so diese zitronische Note. Beziehungsweise nicht Whisky Sour, sondern Smoked Sour. Das, finde ich, ist der geilste Cocktail auf der Welt. Wenn ich irgendwo in eine Bar gehe, ich frage immer, ob sie mir einen Smoked Sour machen können. Weil es ist eigentlich nichts anderes als ein Whisky Sour mit einem rauchigen Whisky. Mein Top-Cocktail. Was sind eure Top-Cocktails? Ich habe heute viele Fragen an euch, wie ihr seht. Also, und wenn ihr Bock darauf habt, dass ich meinen Livestream mache, dann gebt einfach Bescheid. Also ich fand das Format super, super klasse und ich habe richtig Lust darauf.
Ja, doch. Die 2 ist der Dallas gestorben. Da seht ihr mal, wie man sich täuschen lassen kann. Wie viel auch auf Geruch, also wie viel auch andere Sachen auf Geruch und Geschmack Einfluss haben. Und zwar nicht nur Geruch und Geschmack selbst. Also wenn ich mit einer bestimmten Einstellung an was rangehe, dann kann es sein, dass mein Hirn, meine Geschmacksnerven irgendwie sich streiten und sich selber gegenseitig total verarschen. Wie man sieht. Also das hätte ich ja jetzt nur wirklich nicht vermutet. Das hat mich jetzt echt ein bisschen geschockt. Ja. Und die 1 ist unser 12er Kaul Eiler. Krass. Naja, gut, so weit auseinander liegen sie ja nun auch nicht, Sky und Eiler. Kann man machen. Habe ich verbunden in einem super, super tollen Roadtrip, auch wenn ich nicht bei Kaul Eiler war. Aber ich war in meiner allerliebsten Lieblingsdistillery. Ich war in bei Laphroaig und habe dort eine Führung mitgemacht und das war für mich der Moment aus meinen 3 Monaten Schottland. Also natürlich gab es auch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Momente, die super klasse waren. Wenn ihr euch nochmal ein bisschen einen Querschnitt durch meine Zeit in Schottland angucken wollt, dann schaut mal auf meiner eigentlichen Seite vorbei. Damit habe ich nämlich angefangen mit Lou-Design. Da mache ich Musikvideos, Imagefilme, Produktfilme, Reisevlogs, alles Mögliche. Guckt da auch gerne mal rein, auch ganz viele Fotos dabei. Da kann man auch noch so ein bisschen gucken, was mache ich jetzt außer Whisky gerade in diesem Moment. Ja, das war ein sehr interessantes Schottland-Tasting. Ich hoffe, es war ein bisschen besser als das letzte Blind-Tasting. Das nächste Blind-Tasting kommt erst wieder in 10 Videos. Da werde ich mich mal quer durch Eiler testen. Wenn ihr noch weitere Tasting-Vorschläge habt, könnt ihr die gerne anbringen. Allerdings seht ihr, mein Regal ist noch ziemlich voll. Als nächstes wird ein Eigenfinish von mir kommen. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Unser erstes Fass. Fantastisches Experiment. Genau, danach kommt wieder ein Eiler Whisky, unabhängig abgefüllt, sehr rauchig. Und ja, dann mal schauen. Weiter bin ich noch nicht mit den Videos. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Slange! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut auch auf meinem Blog vorbei. Da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange!